Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe mir jetzt mal ein gemütliches Plätzchen gesucht. Da ich davon ausgehe, dass ich hier in Walching sitze, wechsle vielleicht nachher noch die Location, wenn ich hier wirklich sehr lange sitze. Aber das hier ist meine Edelkastanienbank, wie wir von den alten Griechen und den Römern und den Kelten und den alten Germanen wissen, ist die Edelkastanie der Baum langer Monologe. Da wurden also auch früher drauf sehr lange Monologe geführt. Nein, ist natürlich völliger Unsinn, aber irgendeinen doofen Witz will ich halt eben machen am Anfang. Und da ich ja nichts rausschneiden möchte, bleibt der jetzt drin. Ja, Kommentare, Kommentiervideo, in Anführungszeichen, eigentlich mehr Fragen beantworte Video. Ich habe es mir vorher insofern angeguckt, dass ich mal geschaut habe, wie viel es ist, damit ich sagen kann, ich bin heute Nacht um 12 wieder daheim. Ganz so schlimm wird es hoffentlich nicht werden. Wir haben jetzt 18.30 Uhr und ich gehe davon aus, dass ich es bis 22 Uhr nach Hause schaffe. Hoffe ich. Wenn nicht, dann muss ich halt irgendwo kürzen, aus technischen Gründen, diesmal mit so einem Apparat hier. Ja, da ist ein Apfel drauf, ich bin ein schlechter Mensch, ich gebe es zu. Ist nicht so, dass Microsoft eine besonders weltverbessernde Firma wäre, ne? Egal, lassen wir das. Das Ganze wird lang genug. Spielregeln, wie gesagt, ich schneide überhaupt nichts raus und beantworte sämtliche Fragen spontan jetzt hier. Wer mich irgendwas fragt, was ich jetzt hier nicht beantworten kann, dann kann sich derjenige freuen, weil er mich was gefragt hat, was ich nicht wusste. Außer es ist ein schau dir mal was auch immer an und sag mir dann, was du davon hältst. Das kann ich natürlich jetzt nicht machen, weil es gibt im Wald kein WLAN. Probleme über Probleme. Hätte ich eigentlich auch daheim machen können, aber ich hocke halt lieber im Wald. Außerdem haben wir so Grillenstörgeräusche und hin und wieder auch mal einen Vogel. Ich hoffe, man hört beides. Und in der Ferne Motoren. Gut. Legen wir los. Ich lese den Namen von euch jetzt jeweils vor. Ich hoffe, damit, ja, da wird mich jetzt keiner von euch deswegen verklagen, denke ich. Lese die Frage, sofern sie kurz ist, auch vor. Wenn sie nicht so kurz ist, dann gucke ich, dass ich ein bisschen kürze, weil sonst bin ich ja nur noch am Vorlesen. Das ist ja dann auch nicht zielführend. Ich hoffe, damit sind auch alle einverstanden. Und wenn nicht, ist es jetzt auch zu spät. Schau mal. So, der Waldschrat. Hi Ben, stell dir folgende Situation vor. Du bist auf dem Weg in dein Camp und sammelst Müll. Schade ist aber so. Als du dann noch ein paar Tage durch den Wald streist, wird dein Berg immer größer. Plastik hast du eingepackt, aber die Glasflaschen gehen nicht mehr mit. Was nun? Flaschen wieder unauffällig im Wald verteilen oder verbuddeln und beim nächsten Besuch mitnehmen? Gruß Nils. Jo, generell. Also wieder im Wald verteilen ist eine blöde Idee, dann liegen sie da ja noch bis in alle Ewigkeit. Aber auf die Idee bist du wahrscheinlich selber gekommen, deshalb fragst du vermutlich. Du hattest mir auch, glaube ich, irgendeine Nachricht geschrieben oder war es eine Mail? Ich bin da leider derzeit, es tut mir immer wahnsinnig leid, wenn ich da nicht hinterherkomme und ich denke mir immer, oh ja, da schreibst du dann zurück heute Abend. Und dann ist heute Abend dann immer was weiß ich was und dann schaffe ich es halt nicht ganz. Aber herzlichen Dank fürs Durchhaltevermögen und jetzt nochmal auf diesem Wege fragen. Ich würde so einfach auf irgendeinem Haufen deponieren und dann später wieder mitnehmen. Also nochmal irgendwo verteilen macht keinen Sinn. Und ich glaube, du hattest mich in deiner Nachricht oder Ähnlichem gefragt, dass wenn man die Dinger hier nicht verbuddelt, sondern einfach irgendwo hinlegt, ob sie dann wegen Waldbrandgefahr möglicherweise ein Problem darstellen könnten, wegen also quasi als Linse fungieren und dann irgendwas anzünden. Wir sind uns inzwischen relativ sicher, dass sowas eigentlich nicht vorkommen kann. Oh, wenn es jetzt gerade der aller heißeste Sommer ist und eigentlich ein enorm hohes Waldbrandgefahrenrisiko herrscht, dann ja, kannst du ein paar Schippen Erde draufschmeißen, sofern du eine Schaufel dabei hast. Wenn nicht, einfach so eine Mulde auskratzen und ein bisschen Laub drüber werfen, das passt ja auch schon. Hauptsache, es kommt kein Licht drauf. Muss ja jetzt nicht irgendwie besonders gut isoliert sein. Also so würde ich das jetzt machen, wenn ich jede Menge Müll gesammelt hätte. Ich muss zu meiner Schande gestehen, so der allzu begeisterte Müllsammler bin ich eigentlich nicht. Bei mir liegt jetzt auch nicht so viel rum. Klar, mehr als man denkt, aber ich sammle eigentlich meistens nur auf, was ich jetzt gerade irgendwo, wo ich gerade wirklich drüber stolpere. Und das hat sich dann auch. Also ich gehe jetzt nicht extra eine Müllsammeltour machen. Dafür entdecke ich dann auch viel zu viel anderes interessantes Zeug, wenn ich eine Erkundungstour, wenn man das so nennen kann, mache. Ja, so viel dazu.
Ich versuche mich dann hin und wieder ein bisschen kurz zu fassen, weil ich vermute, da kommt noch einiges. Ich habe es nicht nach ganz unten gescrollt, aber es sieht böse aus. Ja, JF oder JF möchte gerne, schreibt, hallo Ben, erstmal will ich mich bei dir bedanken, dein Kanal ist Gold wert für mich. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Kürzt das Lob ein kleines bisschen ab. Nee, das freut mich aber wirklich immer noch nach wie vor. Lob ist toll, das tut gut. Meine Frage wäre, man darf ja nicht alle Bäume das ganze Jahr durchschneiden. Wie groß ist der Schaden, wenn ich einen Baum oder eine Hecke zur falschen Jahreszeit schneide? Und er wird sich sehr über den dritten Teil der Opinel-Trilogie freuen. Letzteres, davor habe ich ein bisschen Angst, weil meine technischen Skills ja jetzt nicht so wirklich ausgeprägt sind. Ja, mache ich noch, aber das sind wirklich nur so ganz simple Dinge wie Klinge ausbauen, Klinge noch ein bisschen schön einölen, Klinge wieder einbauen und halt ein ganz paar Dinge am Griff rumschleifen, die mir persönlich gut gefallen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwelche Fire-Steels in den Griff einbaue. Das habe ich auch schon gesehen, aber dafür fehlt mir schlicht und ergreifend die Bohrmaschine. Ja, ich bin ein Mann ohne Bohrmaschine. Ist peinlich, ist aber so. Oh, ich muss mal das Licht hier. Der Akku von dem Teil hält zwar lange, aber da brauche ich mich trotzdem nicht anleuchten. Ja, andere Frage, das mit der Schneiderei. Das hängt immer ganz davon ab, zu welcher Jahreszeit der entsprechende Baum anfällig gegen Pathogene ist, die da halt eben eindringen können. Ganz blöde Idee ist ja generell im Frühjahr, weil da will er ja gerade wachsen, da braucht er quasi seine Kraft, da finde ich das größte, wichtigste Wachstum, bei vielen Bäumen auch ausschließlich das Höhenwachstum, beziehungsweise Sträuchern auch, findet immer im Frühjahr statt und gerade wenn man da dann irgendwie dran rumschneidet, dann ist das Wachstum enorm gestört, deshalb ist es generell bei den allermeisten Holzpflanzen eine gute Idee, die im Winter zu schneiden, sofern man sie dann überhaupt schneidet, machen wir im Wald ja generell nur dann, wenn wir sie wertasten wollen, also quasi die Äste am Stamm, sowas wie auch da, runterschneiden, damit wenn der Stamm dicker wird, der Ast nicht quasi einwächst und dann über den gesamten Stamm ein Astloch hinterlässt. Wie das jetzt bei allen anderen Gartenpflänzchen und so weiter und so fort ist, ist genau, das weiß ich nicht, ganz ehrlich, weil das ist dann schon wieder mehr jetzt so eine Frage für einen Gartenbau, studierten Gartenbauer vielleicht oder Landschaftsarchitekten oder irgendjemand in die Richtung. Das habe ich jetzt so nie gelernt, weil wie gesagt, das Einzige, was wir abschneiden, sind solche Äste und sonst lassen wir unsere Bäume ja immer schön wachsen. Deshalb bin ich da ein bisschen überfordert. Aber wie gesagt, es ist generell eine gute Idee, das im Winter zu machen, weil da passiert eh nichts mit dem Baum. Und er hat dann im Zuge seiner Kraft, die er im Frühjahr hat, eine ganz gute Möglichkeit, eine Wunde, die da entstanden ist, sofort zu schließen. Beziehungsweise im Winter sind auch relativ wenig Pathogene, also Krankheitserreger aktiv, die da irgendwie in die Wunde eindringen könnten. Gibt Ausnahmen, beispielsweise die Douglasie, die darf man im Sommer überhaupt nicht schneiden. Die muss man im Sommer schneiden. Wenn man es im Winter tut, wird sie im Frühjahr quasi krank. So rum. Aber ja, da, wie gesagt, ist jetzt nicht so wirklich mein Fachgebiet. Hi Ben, du hattest vor ein paar Wochen von Stockausschlag gesprochen. Wie funktioniert... Achso, Philipp Schmidt schreibt das. Wie funktioniert das überhaupt und was hat das für Vor- und Nachteile? Ich freue mich auf die Antwort. Generell Vor- und Nachteile kann man natürlich beim biologischen Prozess jetzt irgendwie schwer benennen. Ist natürlich dazu gut, dass die Pflanze, nachdem man sie umgeschnitten hat, nicht tot ist, sondern nochmal austreiben kann. Also Vorteil, Reanimation, irgendwie sowas. Also ökologisch gesehen ist relativ klar, ist halt noch nicht tot, hat dann nochmal eine zweite Chance. Ist insbesondere dann wichtig, wenn man irgendwo steht, wo mit mechanischen Schäden zu rechnen ist. Zum Beispiel auf irgendeiner Schutthalde. Wenn du dann ein Baum bist, der ein hohes Stockausschlagvermögen hat und zum Beispiel irgendein Stein kracht dir in deinen Stamm rein und reißt den vielleicht ab, beispielsweise, dann kannst du halt eben aus dem Stock nochmal austreiben. Das funktioniert folgendermaßen, dass in der Rinde auch eines Baumes, auch eines alten Baumes, ja immer noch sogenannte schlafende Knospen drin sind, also im Prinzip die Anlagen für Seitenäste, die ganze Zeit nicht genutzt wurden. Jetzt ist es theoretisch möglich, wenn also quasi oberhalb von dieser einen schlafenden Knospe, diese Anlage für einen Ast, der Stamm weggerissen wird, durch was auch immer, sei es halt eben, wie gesagt, ein Felsen, der irgendwo runterfällt, es könnte auch irgendeine Flutkatastrophe sein, das ist ja gerade sehr aktuell, oder halt natürlich jemand, der das Ding umsägt oder fällt oder muss nicht mit der Säge sein, kann natürlich auch mit der Axt, ganz egal.
Gott, ist das sinnvoll, was ich hier gerade wieder erzähle. Sorry, ich will halt wirklich nichts rausschneiden. Muss mich erst einquatschen, es wird noch besser. Ja, jedenfalls hat er dann immer noch mit dieser letzten obersten Knospe, die er quasi auf Reserve hatte, die Möglichkeit, da einen Ast draus zu bilden. Und dieser Ast wird dann quasi zum neuen Hauptstamm. Der Baum ist ja, wenn ihm der Stamm fehlt, zwar sehr, sehr, sehr stark geschädigt, aber je nachdem hat er halt eben noch einen enormen Wuchsvorteil gegenüber einem anderen Bäumchen, das gerade nebendran irgendwo keimt. Das mag auch nur aus einem sehr dünnen Stämmchen bestehen, aber der Altbaum, der frisch austreibt, hat ja ein riesen Wurzelwerk im Boden und hat damit also eine wunderbare Wasser- und Nährstoffversorgung und kann dann diesen einen Trieb, den er dann wieder austreibt, in sehr kurzer Zeit nach oben schießen, einfach mit den Nährstoffreserven, die er in der Wurzel gespeichert hat. Vielleicht jetzt nochmal zu den Vor- und Nachteilen, beziehungsweise wozu das gut ist, wenn man jetzt aus einer wirtschaftlichen Sicht da drauf guckt. Ein Wald, den man regelmäßig so runterschneidet, dass er wieder stockausstark betreibt, wächst die ersten Jahre nach dem Runterschneiden sehr, sehr, sehr schnell. Und das hat man sich auch im Mittelalter zunutze gemacht. Da hat man den Niederwald erfunden und der basiert eben, es gibt Mücken, auf Stockausschlag. Quasi alle 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre sind die dahin und haben ihren Wald komplett runtergeschnitten. Dann kamen sie wieder, sagen wir 10 Jahre später eben wieder und dann standen da halt überall so Stängel rum. Da kann man jetzt nicht allzu viel mit anfangen, außer Brennholz. Brennen tun die halt eben auch. Und man hat wohl damals schon irgendwie begriffen, dass der Gesamtzuwachs an Holz mit so einem System größer ist, als wenn sie eben warten, bis der Baum 130 Jahre alt ist oder noch älter und dann das Ding erst dann umsägen und halt dann den ganzen großen Baum verbrennen. Aber netto kriegt man eben mehr Holz mit dieser kurzen Rotation in diesem Stockausschlag-Niederwaldbetrieb raus. Das ist auch was, woran eben auch ein bisschen geforscht wird, ob das nicht vielleicht auch ein System für die Zukunft wäre, um halt eben einen klimagünstigen Brennstoff, Holz, auf nachhaltige Art und Weise zu produzieren und dabei halt höhere Mengen an Holz rauszukriegen, als das mit einem regulären Hochwald, also sowas wie ich hier hocke, also der stinknormale Standardwald, den wir überall in Deutschland haben, ist ein Hochwald, möglich wäre. Ja, das ist auf jeden Fall mal was dazu zu sagen wäre. Wieso manche Bäume Stockausschlag gut beherrschen und andere nicht, weiß halt ja mal keiner. Das muss irgendwie genetisch fixiert sein und hängt halt eben auch von der Spezialisierung des Baums an seinen Lebensraum ab. Die Buche kann es zum Beispiel relativ schlecht, auch wenn sie es hin und wieder trotzdem mal tut. Es ist ja generell so, die Biologie ist die Wissenschaft von der Ausnahme und Tiere und Pflanzen lesen nicht die Bücher, die man über sie schreibt. Also generell Buche eher nicht. Eiche zum Beispiel kann es gut. Eiche ist wahrscheinlich auch der in Mitteleuropa am häufigsten als Niederwald, also Stockausschlag, Baumart, genutzte Baumart, weil das Holz ist halt auch noch gleichzeitig fest und für alles mögliche andere verwendbar. Auch für Zäune zum Beispiel, einfache Zaunpfosten konnten mit sowas schnell gewonnen werden. Aber da will ich mich jetzt nicht völlig drin verlieren, da könnte man jetzt noch einiges zu erzählen. So, dann möchte J. Das war's. Mehr steht da nicht. Lieber N, finde deine Videos und deine Art zu labern, wie du immer so schön sagst, wunderbar, geradezu meditativ. Herzlichen Dank. Bitte mach weiter so. Hätte eine Wolfsfrage. Ja, auch wenn du kein Wolfsexperte bist. Stimmt. Vielleicht kannst du die Thesen des Wildbiologen Valerius Geist, ja, den kenne ich. Der ist zwar kein Wolfologe, hat aber über ein Jahrzehnt auf seinen Ruhestandshöfle auf Vancouver Island im Nahkontakt mit Wölfen seine Erfahrungen gemacht. Parallel zu wissenschaftlichen Modellen bei Kojoten, die wohl genauso agieren wie Wölfe, hat er ein 7-Phasen-Modell entwickelt, das beschreibt, durch welchen Verlauf es auf einer Beuteknappheit die Gelegenheit heraus zu Wolfsattacken auf Menschen kommen kann. Nur falls du es noch nicht kennst, hier kurz. Das lese ich euch jetzt nicht vor, das ist relativ lang. Drum meine Frage, wie wahrscheinlich findest du es, dass eine so große Knappheit von Wild in Deutschland geben könnte? Und oder auch aus einem anderen Grund eine große Habituierung von Wölfen an Menschen stattfindet, dass sie sich auf uns als Beute fokussieren. Und dann hat er hier noch ein paar schöne Links und sehr interessantes Zeug, was ich mir unbedingt mal angucken muss. Alles etwas viel Text, aber danke für die Antwort, falls du Zeit und Böcke hast. Ich habe Böcke und Ja, ich kann euch jetzt wie gesagt nicht die ganze Theorie vorlesen und alles, was er hier geschrieben hat. Das sieht wirklich sehr, 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 das sieht enorm interessant aus.
Ich kann da vielleicht mal irgendwann noch mal ein Update von meiner Wolf-Trilogie machen. Da muss ich eigentlich mal wieder was dazu erzählen. Das ist ja auch schon eine Weile her und der Wolf ist ein so aktuelles Thema, dass ein Jahr durchaus schon eine Zeitspanne ist, in der da einiges passieren kann. Und da ist auch einiges passiert inzwischen. Generell, ich möchte von meiner Meinung in der Wolf-Trilogie jetzt nicht so sehr abweichen. Ich halte es schon für nicht ausschließbar, dass der Wolf irgendwann mal wirklich auf die Idee kommen könnte, dass dieses seltsame Tier da, mit dem man nicht so genau weiß, was er damit tun soll, gut schmeckt. Und vielleicht wirklich mal generell auf die Idee kommt, das anzugreifen. Allerdings glaube ich nicht, dass wir es so weit kommen lassen würden. Da würden dann vorher irgendwelche Wolf-Erschreck-Maßnahmen ergriffen werden. Ich halte es für ein recht realistisches Szenario, das wahrscheinlich in irgendeiner Form dann mal für viel Geld, weil man den Wolf nicht wieder ausrotten will, weil dann da zu viele Naturschützer dafür sind, irgendein System etabliert wird, das auf Wölfe halt generell mit zum Beispiel Gummigeschossen geschossen wird, sobald sie sich einer Siedlung nähern, dass es irgendwelche Wolf-Erschreckeinrichtungen bei Siedlungen gibt. Wie das jetzt genau technisch ablaufen wird, ist noch eine andere Frage, dass dann halt irgendwelche Herdenschutzhunde, Herdenschutzesel, den ich im entsprechenden Video vergessen habe und mehrfach in Kommentaren darauf hingewiesen wurde, halt Pflicht sind bei entsprechenden Herden von irgendwelchen Tieren, die draußen grasen sollen. Es wird auf jeden Fall noch schwierig. Also wenn man weitermacht mit dem bisherigen System, dass der Wolf einfach tun lassen darf, was er möchte und generell geschützt ist und man nichts gegen ihn tun kann, wenn er irgendwie kommt und was will, außer ihn versuchen, so halbwegs zu verscheuchen. Ja, also irgendein Managementkonzept für Problemwölfe, einzelne Exemplare oder dann vielleicht halt auch irgendwann den ganzen Bestand, wird auf jeden Fall her müssen. Trotzdem möchte ich nochmal betonen, generell ist der Mensch kein Beutetier für den Wolf. Und nach dieser Theorie vom Herrn Geist wäre das ja auch nur dann eben überhaupt der Fall, dass der Wolf irgendwie auf die Idee kommen würde, einen Mensch im größeren Stil anzugreifen, wenn es mal nicht nur zur Selbstverteidigung, sondern eben als Beute sein sollte, wenn zu wenig Wild da ist. Und jetzt war ja das ja eigentlich, ich labere lang drum rum, die eigentliche Frage, wie wahrscheinlich finde ich, dass so eine große Knappheit von Wild in Deutschland geben könnte, dass das halt eben dazu kommt, dass der Wolf aufgrund von Mangel an Futter auf den Menschen übergeht. Was es aus manchen Berichten gerüchteweise im Mittelalter scheinbar wohl schon gegeben haben soll. Allerdings sind diese Quellen absolut nicht zu prüfen, ob das stimmt oder nicht. Man fand den Wolf ja generell böse und kann man also nicht sagen. Vielleicht ist ein Körnchen Wahrheit sicherlich irgendwo dabei. Nein, das ist kein Regen, das ist nur Wind. Und da hinten ist eine Zitterpappel und die sieht grundsätzlich sowieso so aus, als ob sofort das nächste Unwetter aufkommen würde. Deshalb ist sie eine Zitterpappel. Aber egal. Ganz unwahrscheinlich. Momentan haben wir immer noch deutschlandweit aus forstwissenschaftlicher Sicht, also sagen wir mal 80% der Forstwissenschaftler sind der Meinung und auch viele Förster sind der Meinung, wir haben eine überhöhte Wilddichte. Was wir auf jeden Fall nicht haben, ist irgendwo ein Mangel an Wild, auch wenn es dann gelegentlich hin und wieder an manchen Stellen publiziert wird, dass das immer knapper wird, beziehungsweise Ist-Situation, es ist nicht knapp. Möglicherweise wird es knapp. Das ist halt eben das, was so umstritten ist, wenn weiterhin auf ja, radikale Art und Weise gejagt wird und jeder Förster im Jahr, keine Ahnung, 200 Rehe schießt. Gibt Leute, die tun das. Natürlich auf einem großen Gebiet, aber trotzdem, das sind halt schon so Zahlen, da wird sich die meisten, ja, Hobbyjäger, darf ich sagen, ohne jemanden zu beleidigen, werden da vor Schreck zusammenzucken, wenn sie wissen, dass jemand im Jahr 200 Rehe schießt. Und das tun halt einige Förster in der Bundesrepublik. Ja, inwieweit das nicht vielleicht zu viel ist und sich dann die Wildpopulation auf ein doch vergleichsweise geringes Maß reduziert. Andererseits hat man auch mal Untersuchungen gemacht, wie viel Wild so ein Wolfsrudel eigentlich frisst. Und bisher muss man auch sagen, dass in den Gebieten, in denen es Wölfe gibt, und die sind ja teilweise jetzt in den Wolfsgebieten, auch schon in recht ordentlicher Stückzahl da, also so hohe Stückzahl, dass neue Wölfe, also die Jungen, automatisch woanders hin abwandern, weil es da zu voll ist. Die müssen quasi expandieren. Mehr Wölfe in den entsprechenden Gebieten werden dann irgendwann nicht mehr toleriert. Und aus diesen Gebieten weiß man, dass es
noch in keinster Form zu irgendeinem Konflikt ums Wild gekommen wäre, also um die Knappheit des Wildes, dass wegen dem Wolf zu wenig für die Jäger zum Schießen da wäre. Und das kann man jetzt natürlich als Indiz benutzen, um zu sagen, okay, offensichtlich gibt es mehr als genug Wild. Der Klimawandel begünstigt ja auch Herbivoren. Es gibt mehr Pflanzenwachstum, mehr Pflanzenfresser. Ergo wäre also ein Anstieg der Population der Karnivoren, der Fleischfresser, die logische Folge davon, und da ist noch Raum nach oben. Also ich glaube es nicht, dass das zum Problem werden wird. Ihr Hauptproblem wird sein, wenn es zu viele Wölfe gibt, dann kommen die zu nah an die Siedlungen und dann werden Mütter mit Kindern oder auch Väter mit Kindern oder Leute ohne Kinder und Leute mit Hund oder jedenfalls einen ganzen Haufen Leute dann ein wenig Panik bekommen. Und das wird das Hauptproblem sein. Meine Theorie, aber ich kann das in keinster Weise beweisen. Jo, ich denke, ich hoffe, das reicht hier zu diesem Thema. Aber sehr, 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 sehr interessante Frage. Dafür wird man sich jetzt fast vorher noch mal ein bisschen vorbereiten müssen und noch mal ein bisschen in die Literatur schauen, aber ich will das ja alles spontan machen. Das bereue ich jetzt fast, dass ich das jetzt gerade nicht kann. Würde ich jetzt gerne ein bisschen rumgoogeln. Dann No Fancy Names Left. Ja, irgendwie so. Hi Ben, darf man eine Vorstraße, vernünftiger Unterbau, Schotter, Oberbau verdichtet, die nicht durch Verkehrszeichen gesperrt ist, mit dem Auto befahren? Ja, also da wir wohl wahrscheinlich wirklich so eine richtig gut ausgebaute Vorstraße meinen, ja. Wenn da nicht dran steht, gesperrt für was auch immer und nur frei für Forstverkehr, also halt die üblichen Schilder, die am Waldrand normalerweise stehen. Wenn das tatsächlich nicht da steht, ja, dann darfst du die mit dem Kfz befahren. Ist dann eine ganz normale, ja, ich weiß nicht, als was das dann, ob das dann eine Landstraße, wie das Ding genau zählt, in welche Kategorie von Straße, das weiß ich jetzt nicht, dafür kenne ich mit Straßen zu wenig aus, aber dann darf man auf jeden Fall drauf rumfahren. Es gibt auch hin und wieder, also ich kenne einige Beispiele, wo Zufahrten zu irgendwelchen Restaurants im Walde, also so alte ehemalige Forsthäuser zum Beispiel, die dann zum Restaurant umfunktioniert wurden, haben wir hier im Schwarzwald einige, sind halt eben solche Straßen. Das sind wirklich so richtig schön rumpelige Forststraßen. Es steht aber kein Schild dran, dass man sie eben nicht befahren darf. Es geht, im Gegenteil, steht oft ein Schild dran, dass es halt eben die Zufahrt zu Restaurant XY ist. Und ja, auf jeden Fall, die sind, da dürfen befahren werden. Also eine Forststraße per se ist nicht automatisch gesperrt. Die braucht schon noch ein entsprechendes Schild, um das zu sein. So, dann möchte Michael Hayes wissen, Frage, ich habe auf einem Waldweg ganz viele Spitzen von Ästen eines Nadelbaums gefunden. Oh, da sollte ich mir ein Bild angucken, das kann ich jetzt natürlich nicht, wie gesagt, kein WLAN. Woher kommt es? Werfen die Bäume das von selbst ab oder werden die von Tieren abgerissen und es ist ihr menschliches Eingreifen zu vermuten? Ja, jetzt bräuchte man halt das Bild. Generell die Bäume werfen, also es gibt manche Nadelbäume schmeißen, wenn sie Nadeln abwerfen, dann gleich ganze Äste ab. Das wäre insbesondere im Fall von Lärche der Fall. Also falls du da jetzt zufällig Lärchenzweige auf deinem Bild hast, ist der Fall schon geklärt. Zeder macht das unter Umständen, das weiß ich jetzt gerade nicht so genau. Oh, halt lieber die Klappe, wenn du es nicht genau weißt. Aber Lärche wäre auf jeden Fall so ein Fall, da werden gleich die ganzen Äste runtergeschmissen. Ansonsten, der Wind kann die natürlich abreißen. Irgendwelche Tiere machen das eigentlich nicht. Also irgendwelche Schadinsekten, die fressen die Dinger auf, die machen da sonst was mit, aber die beißen nicht gleich ganze Zweige ab. Das kann eigentlich nicht sein. Und warum das jetzt vom Mensch sein sollte, dass der bei noch stehenden Bäumen, vermute ich jetzt mal, oben irgendwelche Zweige abknabbert? Früher hat man, wenn man Setzlinge haben wollte, also für die Vermehrung bestimmter Baumindividuen zur Zucht eben quasi, dass man gedacht hat, oh, das ist die vitalste Tanne weit und breit, von der machen wir uns jetzt ein paar Klone, damit wir überall diese vitalste Tanne weit und breit überall hinpflanzen können. Und dann muss man ja irgendwie an Samenmaterial rankommen. Da gibt es die teurere Variante. Man schickt irgendjemand hoch, der das tatsächlich hochklettert und oben Zapfen erntet. Das sind dann hochspezialisierte Fachwaldarbeiter, Forstwirt.
die das können. Ich würde sowas niemals können. Dazu habe ich viel zu sehr Höhenangst und habe großen Respekt vor denen. Ich habe denen mal bei der Ausbildung zugesehen. Das ist echt beeindruckend. Wie dem auch sei, das wäre die eine Möglichkeit. Es gab früher noch die lustigere Möglichkeit, also für den Anwender. Man schießt einfach Zweige runter. Also Gewehr oder zack, Schrot, bang. Und halt hoffen, dass irgendwas runterkommt, was verwertbar ist, um damit entsprechend die entsprechende Baumart nachzuzüchten. Das wäre die lustigere Variante. Also rein theoretisch wäre es möglich, dass da jemand Zweige runtergeschossen hat, weil er an Zapfen rankommen wollte. Oder auch nur die Zweige einfach irgendwo in die Erde stopfen und hoffen, dass dann halt da draußen ein neuer Baum wächst. Kann passieren, ist nicht so wahrscheinlich, kann aber klappen. Vielleicht hat man das, wenn man genug Zweige nimmt, klappt es vielleicht bei ein oder zwei und vielleicht ist das ja schon genug. Also möglich wäre sowas. Aber da kann ich nur spekulieren. So, dann der Michael Adner. Hallo Ben, hab für dich drei Fragen. Erstens, würdest du einige sinnvolle Gebrauchsgegenstände oder Werkzeuge, die man sich im Wald bzw. auf einer Wandertour aus Naturprodukten improvisieren kann? Ach, wüsstest du. Ups. Außer einen Wasserfilter oder Löffel. Die habe ich aus deinen Videos schon, die kenne ich auch aus deinen Videos. Generell, grundsätzlich, meiner Meinung nach, eins der wichtigsten Tools überhaupt, seit wir von den Bäumen runtergekommen sind und spätestens seit wir den aufrechten Gang entwickelt haben, der Stock. Die Stocktechnologie ist die Basis aller Technologie. Also ich persönlich, wenn ich länger im Wald unterwegs bin, irgendwann schnitze ich mir einen Wanderstock. Also so einen richtig schönen großen langen Stab. Ich habe da ja auch ein paar daheim rumstehen. Teilweise auch mit emotionaler Bindung zu den Dingern. Ich glaube, im dritten Teil der Wildschwein-Trilogie renne ich mit so einem Teil rum. Das ist der Bendalf-Stab. Ich habe mal den Beinamen Bendalf der Ergrauende bekommen. Doch dann bin ich irgendwie in den Schatten gestürzt und zurückgekehrt als Bendalf der Behütete. Ne? Na, wie auch immer. Ach, das war lustig. Der dazugehörige Stab ist halt der Bendalf-Stab, weil ein entsprechend der Zauberer braucht ja so ein Ding. Ja, egal. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ja, nee, also so ein Stock ist auf jeden Fall wichtig. Einfach ein drittes Bein als Gehhilfe. Der Walduntergrund ist uneben. Wenn man müde ist und dadurch die Gegend storkelt, kann halt echt so ein Stock einem wirklich vom Umfallen schützen. Und meiner Meinung nach, das wird gerne vernachlässigt, das Allerwichtigste vor allen möglichen anderen ist, wenn man sich in einer Notsituation oder auch nicht in einer Notsituation in der freien Natur bewegt, sollte man halt wirklich darauf achten, dass man das unfallfrei tut. Ihr glaubt nicht, wie der häufigste Unfall unter Waldarbeitern ist immer noch, dass die über irgendeinen Zweig stolpern. Die sind zwar traumwandlerisch sicher im Wald rumlaufen, aber selbst denen passiert das hin und wieder mal doch, dass sie halt mal irgendwo wirklich über eine doofe Wurzel, irgendeinen blöden Zweig stolpern und sich da echt blöd wehtun. Und wenn man dann noch ein zusätzliches drittes Bein hat, um seine Balance zu behalten, dann fällt man schon nicht irgendwo runter oder spießt sich auf irgendeinem Ast auf, der irgendwo am Baum noch hängt oder am Boden liegt oder sonstige Dinge. Ist alles schon vorgekommen. Teilweise auch mit echt bösem Ausgang und sowas kann im wahrsten Sinne des Wortes auch ins Auge gehen. Also das wäre jetzt wirklich so das Top-1-Item, was ich mir irgendwie bauen würde, wenn ich in einer Situation wäre, wo ich mir irgendwas aus Naturmaterialien improvisieren müsste. Und klar, sowas kann man auch wenn es nur wenig Schutz bietet, immer noch als gewissen Schutz vor wilden Tieren benutzen. Je nachdem, in welchem Teil der Welt man sich befindet, spielt das halt dann eben doch eine Rolle. Und ganz viele Tiere, die auch bejagt werden, reagieren eben auf das Anlegen eines Stockes, als wäre es ein Gewehr, wie auf das Anlegen eines Gewehrs und machen sich von dann. Also das ist sicherlich schon ein gewisser Sicherheitsfaktor. Und man kann halt wirklich mit dem Ding um sich prügeln, wenn gar nichts anderes mehr hilft. Ist auch ein Faktor für sich. Man kann ihn auch hoch über den Kopf heben und symbolisieren, dass man riesengroß ist. Ein Hut auf einem langen Stock getragen kann bei Raubmöwenfelsen, wenn man da an der Klippe unterwegs ist, auch dazu führen, dass die Möwen dann dauernd den Hut attackieren und man selber darunter wunderbar geschützt ist. Die Möwen checken das nicht und greifen immer den höchsten Punkt des Angreifers an und das wäre dann halt ein Hut auf einem Stock. Das sind nur so ein paar Anwendungsbeispiele. Ja, was kann man denn da noch so machen? Klar, Verbände habe ich ja im entsprechenden Survival-Medizin-Dingens ja mal angesprochen, weil man sich das improvisieren kann. Dann kann man natürlich auch noch Zunder einsammeln, eben das wäre dann auch nochmal sowas Improvisiertes.
alle möglichen Arten von Zunder, alles mögliche essbare Zeug, selbstverständlich. Aber wenn es jetzt um Werkzeuge geht, Grabstock, also spezialisierte Stöcke, ist auf jeden Fall wichtig. Natürlich auch ein Stein, den man dann als Hammer verwenden kann. Im Idealfall, je mehr der nach einem steinzeitlichen Faustkeil aussieht, besagter Stein, desto besser ist es. Man wird ohne Übung bzw. in der falschen Region der Welt natürlich keinen Flintstein finden, also so einen Feuerstein, dieses wirklich super harte Zeug. An dieser Stelle übrigens herzlichen Dank an den Ingo für sein Paket. Ich muss da dringend noch eine Nachricht schreiben. Kienspan plus Feuerstein ist angekommen. Ich sehe das irgendwie als Herausforderung an, damit irgendeiner Form ein Feuer zu machen. Also ich verspreche hoch und heilig, ich werde üben ohne Hilfsmittel, Feuer machen. Da muss ich wirklich mal dran, das muss ich irgendwann mal lernen. Das kann ja nicht angehen, dass ich das nicht kann. Was denn noch? Ja, also eben irgendwelche Steinwerkzeuge, Holzwerkzeuge. Grabstock, habe ich ja eben erwähnt, ist auf jeden Fall was ganz Sinnvolles, weil man immer, wenn man nach Nahrung sucht, früher oder später wird man irgendwo buddeln müssen. Und da spitzt man sich das Ding einfach vorne so ein bisschen schraubenzieherförmig an. Man kann es, wenn man schon zu diesem Zeitpunkt ein Feuer hat, im Feuer noch ein bisschen härten, dann wird es insgesamt spröder, härter. Kann schneller abbrechen, aber nutzt sich nicht durch den Grabevorgang so schnell ab. Also hat Vorteile, hat Nachteile. Für einen Grabestopp ist das ins Feuer ein bisschen härten. Auf jeden Fall sicherlich eine gute Idee. Also Wanderstock, Grabestock. Ja, den Wanderstock kann man ja auch als Knüppel dann eben verwenden. Ansonsten wäre generell ein Knüppel vielleicht noch eine gute Idee. Essstäbchen. Essstäbchen sind, ich weiß nicht, wie oft ich mir schon Essstäbchen geschnitzt habe. Also was heißt geschnitzt? Einfach die Rinde abgemacht, damit man halt wirklich nur das Holz hat, worauf man dann rumkaut. Das schmeckt halt besser, als wenn man auf der Rinde rumkaut. Je nachdem enthält die halt eben Gerbstoffe und so weiter und so fort. Ist nicht so lecker. Mehr fällt mir jetzt spontan nicht ein. Ja,